Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Formel 1 2016, die Meisterschaft. Wir befinden uns in Italien. Mit dabei ist immer noch der Justin. Moin Leute. Ja, Justin. Ich hoffe mal, das Rennen wird jetzt besser. Ich fahr's mal nach Hause. Fahr dich bloß nicht wieder kaputt. Nein, diesmal nicht. Hoffe ich zumindest. Das soll jetzt hier Doppelsieg werden. Genau, den müssen wir mal wieder einfahren. Hallo, das ist Italien, da müssen wir mit dem Ferrari gewinnen. Mhm. Oder zumindest Punkte. Punkte holen. Genau, die schmeißen uns raus. Mir schmeißen die zuerst raus, weil ich erster Fahrer bin. Und du wirst dann praktisch befördert. Ich fahre auch nur eine schnelle Runde. Ja, ich auch. Außer ich verkacke so derbe die Bremse. Außer ich verkacke so richtig derbe. Ich habe gerade vor mir ein Auto und hinter mir ein Auto. Das ist natürlich noch so scheiße. Der vor mir kommt nicht in die Hufe. Ach, ich sehe dich auf der Karte, da bist du. Ich bin hinter dir, bin dann direkt nach dir rausgefahren. Kiesbett. Egal, ich muss trotzdem vor dem bleiben. So, jetzt zählt's. Nein, erst Kopf schon mal verkackt. Egal. Ich nicht. Nein, okay, jetzt fahr ich noch mal. Jetzt habe ich die Wand geküsst. Lass ich jetzt mal vorbei. Verdammt. Hab ich wohl geschaut. Du auch rot? Nein. Ich fahre gelb. Und bin abgeflogen. Pass auf. Ich komm jetzt. Er bleibt noch kurz hinter mir. Ich spiel gleich in die Box. Habe ich schon mal neue Reifen direkt. Schon mal direkt neue Reifen. Ich steht einfach gerade minus 15 Sekunden. Ich kümmere mich um die Änderungen.
1,23,7. Pole Position für dich. Hundertprozentig. Ich fahr mit Rot. Fertig, nehme ich keine Gelben mehr. Ja. Erster Bremspunkt direkt verpasst. Richtig geil. Direkt von dem Bremspunkt voll verpennt, ey. Ist ja auch noch Verkehr vor mir. Scheiße. Dann muss ich mich zurückfallen lassen. Die KI hat den dritten Sektor schneller gefahren als ich. Du bist jetzt auf P2. Du startest zurzeit aus der ersten Reihe. Das reicht. Du bist Zweiter. Ja. Bist jetzt doch rot gefahren? Mhm, musste ich. Musste ich auch. Ich hatte keine gelben mehr. Ah, Platz 1 und 2. Und auch jetzt muss das noch im Rennen so sein. Ja, genau. Jetzt müsste das im Rennen halten. So, gucken. Was sagt denn die Boxenstrategie? Ja. Ein bisschen mehr Sprit mitnehmen wieder. Alter, ist bei dir auch so, der schickt dich danach auf Mediums. Ja, yep, schickt er. Krass. Ich bin soweit. Ich auch. Gut, dann. Jetzt viel Glück. Ja. Eins und zwei müssen wir halten. Ihr kriegt jetzt alle meinen Windschatten, ihr Säcke, das weiß ich. Ich habe Hamilton versucht aufzuhalten. Ich bin im Sandwich. Ist ja geglückt. Du bist hinter mir, ne? Gott sei Dank. Wann musst du rein? Warte. 3 bis 5. Du? 4 bis 6. Also habe ich mehr Reifenabnutzung als du. Ich bin aber schwerer als du. Das sieht man schon. Wie viel Benzin hast du denn drin? Fast voll geknallt. Ich auch.
Wie viel Prozent Reifen hast du schon runter? Boah, 34. Okay, du fährst definitiv aggressiver mit deinen Reifen als ich. Das sind doch die Reifen, die von. Ich hab 32 jetzt runter. Mal gucken. Alter, hast du es gesehen? Einen auf Reichweite gemacht. Habe ich nicht gesehen. Der Kopf ist so böse. Die KI, kommt die KI überhaupt hinterher? Ja, so 25 Punkte wären gut fürs Konto jetzt für mich. Der will mich jetzt schon reinholen. Mich auch. Was ist denn der neue? Ich will den alten behalten. Ich fahre jetzt nicht jetzt schon in Runde 2 und da habe ich ja voll Verkehr. Ich fahre, bis die Reifen 60% haben. Bin schneller als du? Ich bin schon beim Bremsen gerutscht. Hilfe. Beim Bremsen kam mir gerade leicht das Heck. Habe ich gesehen, ja. Ich komme schon gar nicht mehr in die Kurve, ey. Ich kann beim 100-Meter-Schild bremsen und fahre trotzdem geradeaus. Also richtig weg kommst du auch nicht, ne? Ja. Hab auch gerade mit Bremsproblemen zu kämpfen. Boah, schon wieder. Toll, komm, hol dir auch neue Reifen. Fahre ich in der nächsten Runde. Eine Runde halten meine Reifen noch maximal. Da musst du auch schon Arsch viel runter haben. Ich hab 60. Auch jetzt 60. So frisst die Strecke auch, Reifen. 12, 13, 14, jetzt rennst du alle an mir vorbei. Das wird mir gleich nicht anders ergehen. Und wieder geradeaus. Krass, ne? Die haben mich direkt bestraft, haben die mich. Keine Verwarnung, nichts, direkt eine Strafe bekommen, direkt 3 Sekunden aufgebrummt. Wenn ich eingelenkt hätte, hätte ich auch abgekürzt. Deswegen habe ich mich gerade ausrutschen lassen und kriege trotzdem 3 Sekunden Strafe, ey. Jetzt mache ich regelmäßig mal 6 Sekunden Strafe, oder wie? Ja, die haben auch Reifenprobleme jetzt. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich wieder in Führung gehen. Dann. Wenn die KI dann in die Box kommt. Oder ich komme vor dir raus noch. Du gehst jetzt auf die Gerade, ne? Wird eng zwischen uns.
Ich darf jetzt Gas geben. Ja, bist vorbei. Da bist du, ja. Komm, da passt du auf von Tobi, wenn es doch besiegt werden soll. Oh, das Bremsen ist angenehmer. Viel angenehmer. Oh, der ist Alter. Wie viel Windschatten komme ich? Mach mir. Oh, Alonso! Jumpplatten. Ich hab DRS. Hinten Platten. Ich überhole den, komme aus dem Windschatten, bin schon mit dem Front, mit der Nase vorne. Und der drängt mich gegen die Mauer. Einfach so, Batsch. Jetzt sind einige in die Box gegangen. Sozusagen. Ich zeig dir den Mittelfinger. Batsch. Es waren einige in der Box. Schade drum, ja. Alter, hab ich einen Bremsweg, ey. Du warst auch noch vor mir, das war das Schöne. Ich hab DRS, cool. Will der Außenmann hier vorbei. Ha! Nie im Leben. So, die ersten sind in der... Ich hab mich gerade so doll verbremst. Bin gerade also bei der ersten Kurve voll über die Dings da geflogen. Hab eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Ich hab eine 3 Sekunden Zeitstrafe, das ist schlimmer. Ich hab eine 10, das ist schlimmer. Du, wenn ich nicht die 3 Sekunden wegbekomme vom ersten zum zweiten Platz, dann wäre ich auch nicht Erster. Ich hab Button und ein Renault vor mir. Die kämpfen da wirklich um alles. Und die halten mich dementsprechend noch auf. Aber die müssen ja auch noch in die Box, die beiden. Und die haben beide DRS, der Button und ich. So, jetzt macht Button sein DRS auf. Ne, ich bleib dahinter. Ich riskiere das nicht, den zu überholen. Jetzt zieht der raus. 20 Sekunden Rückstand. Ne, ich riskiere da nichts. Jetzt kann ich was riskieren vielleicht. Saug, 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 saug. Oh, will der da auch noch rüber, ey. Scheiße. Die schießen sich noch hundertprozentig ab. Die bleiben noch draußen eine Runde. Ich hab DRS. Ich überhole alle beide. Jetzt ist Alonso vor mir. Ich wundere mich auch gerade, warum ich nicht vorwärts komme. Ich hatte Benzin auf Marker. Unser Anstiegsminute für uns beträgt 2,2 Sekunden.
Ja, Leute, wir sind wieder auf dem Treppchen. Aber diesmal schmeiße ich nicht weg in der letzten Runde. Hoffe ich mal, zumindest. Volle Konzentration deswegen. Weil ich muss mich 3 Sekunden rausfahren. Das wäre eine Sensation, wenn wir jetzt Erster werden. Dem Team würde es gut tun. Dann werden wir nicht gefeuert, wenigstens. Ich sehe den 19. Wenn wir das Rennen jetzt verkacken, werden wir gefeuert. So, Alonso und Gutierrez kämpfen jetzt vor mir. Jetzt biegen beide ab. Und wir führen. Oh, fahr um die schnellste Runde. Sei dir gegönnt. Ich musste gerade so ein... Alter, war das Ratten, das ganze Boy auf der Geraden, ne? Die kommen alle aus der Box geschossen und ich, was soll ich jetzt machen? Da bin ich durch die kleine Lücke gefahren. Ich hatte eben das Battle gehabt mit Button und Palmen auf der Geraden. Da musste ich wirklich die letzte Rille nehmen, also fast über die Streckenbegrenzung fahren, um die zu überholen. Das war ein richtig geiles Battle. Wenn ich in Italien gewinne, das wäre ein Wunder. Jetzt ist Hamilton hinter mir. Ich mache einen Fahrfehler nach dem anderen gerade. Scheiße. Konzentration, Tobi.
17. Kämpfst dich nach vorne. Ich glaube, du hast einfach zu viel riskiert mit Alonso. Ich glaube, du hättest ihn erstmal ziehen lassen sollen. Hatte genug Platz, die Tür war offen. Auf einmal zieht er so rüber. Ja, auch wenn die Tür offen ist, sollte man nicht alles riskieren. Du weißt, wie die KI ist. Warum? Was ist jetzt los? Wurdest du disqualifiziert? Keine Ahnung. Alles klar. Ja, das ist jetzt doch mehr merkwürdig als... Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Was war das jetzt für eine Scheiße? Abgekürzt? Nö. Hast du noch mal 10 Sekunden? Dann guckst du dir nochmal an am besten. Ja, mach ich gleich. Weil das Spiel disqualifiziert dich ja nicht ohne Grund. Yes! Unser Sieg! Nach einer langen Durststrecke gewinnen wir das erste Rennen mit 3 Sekunden Strafe. Ja, ein spannendes Rennen, spannendes Battle. Wir kommen den Punkten wieder etwas näher dem Podium. Schade natürlich für Justin leider, aber kann man leider nichts machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei Justin vorbei. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal in Singapur wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.